Hallo, mein Name ist Kuno Werner. Ich bin Leiter der Museumswerkstatt und wir haben hier ein tolles Projekt der 959 Paris-Dakar. 1985 startete Porsche mit dem Projekt 959 Paris-Dakar als Prototyp mit einem Saugermotor und 86 starteten wir mit diesem Serienmotor vom 959 mit den Turboladern. Das Fahrzeug wurde von Jackie X seinerzeit gefahren und ist als Zweitplatzierter ins Ziel gekommen. Das Fahrzeug ist in einem sehr authentischen Zustand. Wir haben rund 18.000 Kilometer abgelesen. Wenn man bedenkt, dass die Paris-Dakar rund 14.000 Kilometer Distanz ist, haben wir noch ein paar Testkilometer und es ist sehr, sehr authentisch und ist in einem sehr originalen Zustand. Wie man sehen kann, ist das Fahrzeug in einem sehr gebrauchten Zustand, wie es sich auch gehört für so ein Rallye-Fahrzeug. Dementsprechend möchten wir das auch so beibelassen. Es ist eine sehr sanfte Überarbeitung, die wir hier durchführen. Dennoch soll das Fahrzeug nachher technisch tiptop sein. Auch der Innenraum, Beschädigungen werden bleiben an dem Wagen, weil wir so am besten auch von der Geschichte erzählen können und wir wollen die Geschichte auch bewahren an der Stelle. Als nächsten Schritt werden wir an diesem Fahrzeug die Außenhautkarosserie abnehmen und werden uns dann die Technik anschauen und dann bewerten, was zu tun ist. Wir schauen uns jetzt den Unterboden des Fahrzeugs an. Im vorderen Bereich der Unterfahrschutz ist mit Kunststoffglasfaser verstärkt. Der ist noch in einem sehr guten Zustand. Die Achsen hier vorne, Achsradträger. Nach dem Reinigen sind die extrem gut rausgekommen. Kaum zu glauben, dass sie die strapaziöse Fahrt hinter sich gebracht haben. Auf beiden Seiten. Am Unterboden sehen wir keine Lackierung. Lediglich ein feiner Rostschutz. Wir haben hier ein paar Korrosionsspuren und auch Beschädigungen von der Fahrt. Das müssen wir revidieren. Hier müssen wir ein bisschen Rostbehandlung machen. Es geht weiter hier nach hinten. Das Getriebe sehen wir jetzt nicht durch den Unterfahrschutz, aber auch an den Achsträgern hier. Die müssen auf jeden Fall gereinigt werden und auch gefluxt werden. Eine Röntgenuntersuchung ist hier vonnöten. Die Fahrwerksteile müssen revidiert werden. Die Bremsen sind auch noch in einem sehr guten Zustand. Ich denke, dass da eine Revision ausreichend ist. Das Weitere sehen wir, wenn wir den Motor unter Fahrschutz abmontiert haben im Motorenbereich und Getriebe. Dieser 959 Paris-Dakar aus 86 war ein Technologieträger auch für das Serienauto. Dieser 86er Stand war schon sehr nahe am Serienauto. Wir sehen das ganz schön, die Karosserie in dem vorderen Bereich mit den Doppeldämpfern, der Tank. Das sind alles Bauteile, die auch später ähnlich im Serienauto verbaut worden sind. Wir haben natürlich Motorsportgene, die Perforierung des Aluminiumträgers oder die Ölkühler und Leitungen waren beim Serienauto nicht so verbaut. Musste man für die harte Distanz der Paris-Dakar modifizieren. Unfälle, Beschädigungen, die kann man erkennen. Aber wir haben hier keine starke Deformierung oder auch Korrosion, wo wir tief eingreifen müssen. Das ist in einem sehr guten Zustand. Hier das Cockpit. Beim 959, wir haben extrem viele Instrumente, Anzeigen, Schalter. Wir haben den Tacho, den Drehzahlmesser, wir können die Traktion, es sind unterschiedliche Instrumente vorhanden, um das einzustellen. Wir haben eine Feineinstellung nochmal für die Motronik, extrem viele Kleinigkeiten, die der Fahrer nochmal fein einstellen konnte während der Fahrt. Wir haben hier für die Tanks Umschaltmöglichkeiten, wir haben eine lange Distanz, wir brauchen viel Kraftstoff an Bord. Wir haben hier ein Regelsystem, um den Allradantrieb einzuschalten und anzupassen. Das alles kann der Fahrer hier in Kürze erledigen.
Wir haben an dem Kotflügel gesehen, wir haben hier einen Lufteinlass. Der Lufteinlass dient dazu, das Öl vom Motor nochmal zu kühlen. Dementsprechend stehen hier kleine Ölkühler. Die Ölleitungen, das sind alles Bauteile, die müssen wir prüfen. Wir müssen schauen, die Schläuche sind einige Jahre alt und ob die noch standhalten, das muss geprüft werden. In der Regel werden sie getauscht. Hier haben wir noch ein Verteilerstück für die ganzen Leitungen. Auch in dem Bereich Karosserie ist jetzt keine Korrosion zu sehen. Wir sehen zwar die abblätternde Farbe, aber dennoch ist es in einem hervorragenden Zustand. Jetzt kommen wir zum Herzstück, der Motor. Dieser 959-Motor ist wirklich sehr seriennah gewesen schon zu dem Zeitpunkt. Die Besonderheit ist die Register-Turbo-Aufladung. Hier der eine Turbolader mit seinem Bypass zu sehen. Kurze Wege nach draußen, ohne groß Schalldämpfer und das gleiche auf der anderen Seite. Wir haben hier einen Ladeluftkühler, wo die angesaugte Luft nochmal komprimiert wird. Aber es ist alles sehr, sehr seriennah wie beim 959. Also bei der Antriebsstrangeinheit, da die sehr komplex und technisch sehr aufwendig ist, macht es Sinn, den Motor, das Getriebe und den Achsantrieb aus dem Fahrzeug auszubauen und den zu revidieren. Wir müssen schauen, dass wir Verschleißthemen haben, Einstellungsarbeiten oder Ventile, die verklebt sind. Das kommt in Form vor durch die Alterung, wo das Auto schon so lange steht. Hier befindet sich die Motorelektrik. Alles sitzt hier in dem Bereich. Es wurde nach oben verlegt, dass wenn das Fahrzeug durch Flüsse und so weiter fährt, dass die Elektrik nicht Schaden nehmen kann durch die Feuchtigkeit. Es sind auch zwei Geräte verbaut. Der Öltank scheint mir in einem dichten Zustand zu sein. Wir haben im Moment noch Öl drin. Das bedeutet, es ist keine Undichtigkeit vorhanden. Ich denke, der kann seinen Dienst wieder tun, wenn wir ihn gereinigt haben. So, wir haben uns die Technik angeschaut. Es ist in einem hervorragenden Zustand. Dennoch haben wir viel zu tun und wir werden das jetzt Step by Step aufarbeiten und auf die Reise nehmen.